Es ist sehr interessant, weil es vorne sehr, sehr vielversprechend ist. Also rot, dunkelrot mit Streifen. Querstreifen, rot, rot. Ich habe den Puma gesehen, das Fortuna-Zeichen, die Schrift. Leichter Absatz auf den Schultern. Weißer Kragen. Es hat die Farben des Vereins. Und hinten ist man dann überrascht, dass man dann dieses obligatorische, das eintönige Rot hat. Das ist eingestickte Fortuna-Logo im Nacken. Es geht so mehr ins Traditionelle. Und es ist auf jeden Fall wert, von den Spielern getragen zu werden.